Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona, den Hundehaltern auf der Couch oder Hunde halten verstehen. Wenn Hunde sich begegnen, sind Halter meist nicht fern. Ein braves, hübsches Hundekind, das hätt ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein eigen nennt. Hallo ihr Lieben, wir haben wieder Freitag und eine neue Folge Hundehalter auf der Couch. Heute sprechen wir über Top Dog Germany. Das haben wir uns nämlich letzten Freitag gemeinsam angeschaut. Eigentlich bestand ja die Sendung fast nur aus Border Collies oder irgendwelche Mixe daraus. Ja, es war prädestiniert für Border Collies. Das muss ich ja fairerweise dazu sagen. Du hast mich ja darauf gebracht, das überhaupt anzuschauen. Ich fand das echt witzig, denn ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von diesen ganzen Shows mit und um Hunde rum und so. Weil ich immer denke, boah, da werden die Hunde irgendwie sowas Künstlichem ausgesetzt und die Menschen werden so überehrgeizig mit ihren Hunden und treiben ihre Hunde dann in so eine Aufgaben hinein. Und ja, als du dann sagtest, hör mal, sollen wir uns nicht das Finale angucken am Freitag? Da war ich ja erst ein bisschen zweifelnd und habe dann aber gedacht, ach ja, du erzähltest so nett, wie gechillt da die Hunde gewesen wären, die du beim letzten Mal durch Zufall gesehen hattest. Und es war natürlich ganz klassisch, dass eben die Border Collies da ganz vorne waren. Ich habe ja nun wirklich nur das Finale gesehen. Ich habe tatsächlich nicht eine einzige Folge vorher gesehen. Also ich auch nicht. Ich bin da auch durch Zufall ein Wochenende vorher reingesappt und habe vielleicht so 2-3 Hunde gesehen, die durch diesen Parcours gelaufen sind. Ja, das finde ich auch schön, dass diese Hunde dann auch mitlaufen durften und die Aufgaben ja offensichtlich irgendwie auch teilweise bewältigt haben. Und offenbar haben ja Halter und auch Hunde irgendwie Spaß dran gehabt. Also von daher finde ich das eigentlich eine schöne Sache, dass das auch so geht. Der Leistungsträger ist nachher im Endeffekt der Border Collie gewesen oder vielmehr die Halter mit ihren Border Collies, was natürlich dem klassischen Bild auch entspricht. Der Border Collie als Arbeitshund, der sehr gut führbar ist, der sehr leicht in solche Aufgaben zu bringen ist, weil er sehr arbeitswillig ist und dabei auch noch ein hohes Tempo an den Tag legt. Das wurde ja auch ganz schön schon anmoderiert von den Moderatoren, die ich alle irgendwie nicht kannte, aber das ist ja auch egal. Interessant fand ich es auch zu sehen, wie unterschiedlich aber die Hunde dann doch auch in die Arbeit gebracht wurden. Ist dir aufgefallen, der eine hat ja wirklich einen ganz, ganz hohen Fokus auf das eigentliche Arbeiten gehabt, hat sehr stark auch auf die Hörzeichen, also auf die Wortkommandos von der Halterin geachtet und hat die dann auch befolgt. Dann gab es wiederum einen anderen, der hat sich sehr auf seinen Halter fokussiert und hat mit einer Orientierung an seinem Halter den ganzen Parcours sehr sicher auch bewältigt. Der war natürlich auch mega sportlich, der Halter, also war das auch eine super Sache. Und dann war doch einer dabei, der hat immer schon so einen vorauseilenden Gehorsam eigentlich gezeigt. Das heißt also, der lief immer schon total vor seiner Halterin weg und wartet dann nur drauf, sag mir endlich, was ich noch tun kann, was soll ich jetzt machen, und guckte dann schon rum und musste wieder rumdrehen und so. Wie du schon sagst, mit dem jungen Mann mit seinem Border Collie, das hat mir sehr gefallen, weil der Hund war ja wirklich total auf den fixiert. Ja, die haben toll einfach als Team gewirkt. Es schienen alle mit viel Spaß dabei zu sein und einfach eine hohe Motivation auf ihren Hund ausüben zu wollen und nicht jetzt Druck. Es war einfach Feuereifer, waren alle bei der Sache. Und das fand ich echt schön zu sehen und hat auch so ein bisschen mein Bild von diesen ganzen Shows korrigiert, muss ich sagen. Also das war wirklich ganz nett. Auch die Rassen, die ja nun klassisch nicht da reinpassten, wie hier der Rauhaarwischler oder eben auch der Gebirgsschweißhund, die waren ja wirklich ganz anders aufgestellt und haben trotzdem es auf ihre Art und Weise wirklich toll gemacht. Auch das Aufgaben, die ihnen nicht so von der Natur mitgegeben wurden, dass sie da nicht so reingedrängt wurden, dass sie die trotzdem erledigen hätten sollen, sondern dass sie wirklich das so machen durften und konnten, wie es ihnen auch gelegen hat, auch wenn sie dadurch Zeit verloren haben. Sehr gut gefallen hat mir, dass der Halter von diesem Gebirgsschweißhund für den Parcours nicht seine eigentliche Erziehung verändert hat. Das ging ja darum, als er an diesen Knochen ziehen sollte. Das war jetzt nicht so ganz das Ding dieses Hundes. Dann hat er wirklich diese 30 Sekunden gewartet, ja, und hat es dann selber gemacht und den Hund nicht dazu gedrängt, dieses Kommando durchzuführen. Ja, etwas zu machen, was ihm an sich wirklich nicht liegt, genetisch. Also irgendwas ins Maul zu nehmen, zu halten, zu ziehen, das finde ich schon eine gute Sache. Man muss ja überlegen, dass das ja trotzdem ins Finale geschafft hat. Ja, ne? Deswegen, also ich finde es total klasse. Er hat alles
andere so sauber mit der Hündin dann eintrainiert, dass auch dieser Spielraum dann noch drin war, das abzuwarten und selber zu machen. Und dieser Wischler, der hat leider den zweiten Platz gemacht. Ich hätte ihm ja den ersten gegönnt, ja. Weil er war so mega entspannt. Ja, das fand ich auch so, so richtig total gut gemacht. Ganz gemütlich schon fast. Einfach diesen Parcours abgelaufen. Ja, ja, alles mit so einer großen Gelassenheit. Fand ich auch. Und das ist ja auch gar nicht unbedingt so üblich. Die Rauherwischler sind sicherlich von ihrer Natur her ein bisschen robuster als die normalen, die Kurzhaar-Magierwischler. Aber trotzdem, finde ich, war das schon sehr außergewöhnlich, wie ruhig und entspannt er das gemacht hat. Im Endeffekt, wenn es dann um die richtige Leistung geht, um die reine Leistung mit Geschwindigkeit, und das war ja gefordert, es waren alles Dinge gefordert, die klassisch diese schnellen Arbeitshunde leisten konnten, dann kann man auch sagen, okay, wir schreiben es erstmal nur für Border Collies aus, weil die werden sowieso die Spitze erstmal machen. Die sind relativ leicht auf sowas auszurichten. Das waren ja auch viele Tricks, die da gefordert waren. Das heißt, das konnte man natürlich auch sehr schnell dann mit denen erarbeiten. Und dann noch Tempo da rein. Also wenn dann die Halter nicht total hinten dran waren, was wir ja auch in einem Fall hatten, fand ich auch so lustig. Also nicht, dass ich das nicht auch hätte sein können. Ne? Ja. Ich weiß nur, warum ich keinen Border Collie habe. Ja, interessant fand ich auch, wie der Moderator meinte, man hätte denen das alles mit Spaß beigebracht. Das weiß doch keiner. Es hat doch keiner gesehen. Das kann das auch ganz anders laufen. Das war wirklich, ich fand es auch eine gewagte Aussage, die da getätigt wurde. Ja, natürlich, die sahen schon alle ganz entspannt aus und die hatten offensichtlich auch alle irgendwie Spaß. Aber so eine Aussage zu treffen, finde ich auch gewagt. Weil es ist nämlich nicht so, wie so viele annehmen, dass ein Hund nach einem einmaligen Erlebnis das absolute Trauma davonträgt. Nein, ein Hund kann auch mal etwas Unangenehmes oder Schlimmes erfahren und trotzdem ist er nachher noch ganz normal aufgestellt. Das heißt also, selbst wenn einer dieser Hunde in seinem Entwicklungsgang bis dahin irgendwas erlebt hätte, um diesen Parcours überhaupt bewältigen zu können, was vielleicht nicht so schön gewesen wäre, das hätte doch von uns kein Mensch in diesem Parcours gesehen. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn die Hunde halt motiviert aussehen sollen, dann sehen die motiviert aus. Da muss man doch nur an den richtigen Strippen ziehen. Und das finde ich so schwierig, da so eine Aussage zu treffen, nur um halt irgendwie so ein schönes rosarotes Bild vorzuheucheln. Das kann ja sein, dass das stimmt. So ist es ja nicht. Aber man kann es einfach gar nicht mit Sicherheit sagen. Ne? Dazu, wie so ein Hund sowas verkraften kann, wenn es mal ein bisschen scheppert. Da habe ich noch einen sehr schönen Artikel die Tage online gelesen. Da ging es darum, dass ein Vater mit seinem Sohn seinen Husky Schau-Schau-Mischling in eine Hundepension bringen wollte. Und als sie gemeinsam mit dem Hund das alles da besichtigt hatten, war es, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube, ein irischer Wolfhund, der da so ein bisschen gegrummelt hat. Die beiden sind nicht direkt aneinander geraten, aber waren sich halt nicht ganz so gut gesonnen. Und dann hat der Leiter dieser Tierpension nach diesem armen Schau-Schau eine halbvolle Wasserflasche geworfen. Jetzt weiß keiner, wie groß diese Flasche war. Der Halter, dieser Vater, hat sich fürchterlich aufgeregt, hat das auch dem Veterinäramt gemeldet, weil nicht nur sein Hund, sondern auch sein 10-jähriger Sohn so traumatisiert waren von dieser Wasserflasche, ja, dass er das einfach unmöglich findet, dass so jemand eine Tierpension leitet und er jetzt doch seinen Hund mit in Urlaub nimmt. Abgesehen davon frage ich mich, warum hat er das nicht direkt gemacht? Also das ist ja die eine Frage, die sich dabei stellt, aber die andere Frage, also es war wohl kein irischer Wolfshund, aber du bist genau richtig, es war ein Wolfshund. Jeder, der ein bisschen Einsicht in Hundeverhalten hat und der diesen Artikel gelesen hat, der hat wirklich eine sehr, sehr klare Situation vor Augen. Es ist ein Husky-Schau-Schau-Mix. Wir gucken jetzt nochmal kurz ein bisschen auf die Genetik. Der Husky ist ein Hund, also eine Rasse, die in der Regel sehr kompatibel mit Artgenossen ist, weil er mit anderen Artgenossen vorm Schlitten laufen muss. Die dürfen sich nicht zerfetzen, die müssen sich eigentlich ganz gut verstehen. Was hat aber der Husky auch? Der fixiert ganz gerne. So, und das heißt, das ist gar nicht ein Fixieren, wie das der Border Collie macht, sondern es ist mehr eben halt wirklich so ein, wie das häufig auch durch das Ziehen im Zuggeschirr entsteht, so ein nach vorne beugen und gucken. Also wirklich ein Fixieren, was aber natürlich das Gegenüber dann auch schon mal gerne als sehr unangenehm auffasst. So, dann haben wir den Schau-Schau, der auch zum Teil als Schlittenhund eingesetzt wurde, der aber auch als Schutzhund vor allen Dingen gezüchtet wurde im asiatischen Raum. Das heißt also, der sehr wachsam ist. Und wenn man sich mal das Gebäude eines Schau-Schaus anguckt, mal abgesehen von, ne, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die klassische
blaue Zunge des Schauschaus. Das ist ja so das Merkmal. Genau, so ein Wuschelbär. Ne? Hat aber der Schauschau, wie die meisten Hunde vom Urtyp, hat eben eine Haltung, die ist sehr aufrecht. Der hat also erstmal sehr viel Fell, das heißt, man kann nicht viel sehen. Die Augen vom Schauschau kann man noch ganz gut erkennen, also können auch Artgenossen ganz gut erkennen. Der hat aber eben diese klassische, hochgestellte, fast auf den Rücken geschlagene Rute. Der hat auch ein sehr aufmerksames Wesen, das heißt, der geht sehr schnell, sehr steif, macht sich sehr groß, also die meisten zumindest. Man kann ja immer nur von Grundtendenzen in der Genetik sprechen, nie von pauschalen Aussagen. Und jetzt hat man diese Mischung von Husky und Schauschau, beides Hunde, die von der Grundkörperhaltung her schon schnell so ein bisschen imponierend wirken können. Das ist immer nur eine Option, aber wenn man sich so ein Bild mal vorstellt, wäre es nicht erstaunlich. Und jetzt hat man auf der anderen Seite, dann ist der Hund gerade mal 14 Monate alt. Wir haben also wirklich einen Jungspund im allerbesten Pöbelalter. Oder sagen wir mal, der geht raus und zieht sich die Lederjacke an. Ne? Ja, und der sagt, muss sich noch beweisen. Genau, der sagt, so, und jetzt wollen wir mal gucken, was hier draußen so geht. Und genau so einer kommt jetzt seine Hundepension, trifft wahrscheinlich auf mehrere andere Hunde, unter anderem auf diesen Wolfhund. Ich habe unweigerlich einen Tschechen vor Augen. Etwas, was relativ wolfsähnlich sogar noch ist. Ziemlich groß, lange Beine, auch wirklich so ein bisschen noch diese Färbung, so was Wölfisches wirklich noch an sich hat. Auch wenn natürlich lange der Wolf da rausgezüchtet ist, ist es eine reine Hunderasse. Wir brauchen also hier nicht von irgendwelchen Hybriden reden. Er hat Stehohren, er hat eine aufrechte Rute, die gut beweglich ist. Also er hat viel mehr Mimik auch als so ein Schauschau. Als ein Schauschau-Husky-Mix vielleicht. Jetzt kann man sich eben nur so vage ja ein Bild machen. Man weiß ja nicht, was schlägt denn stärker durch, der Husky oder der Schauschau. Kann man alles nur vermuten. Jetzt treffen die beiden aufeinander und ich weiß gar nicht mehr, stand da drin, wie alt der Wolfhund war? Kann ich mich nicht dran erinnern. Lassen wir es mal offen, aber jetzt kommt da dieser 14 Monate alte Mix und hat seine Lederjacke gerade angezogen, ne, und macht sich da gerade richtig fertig und sagt dem jetzt erstmal, so, da bin ich. Jetzt wollen wir mal gucken, wer hier es sagen hat. Einfach nur, um mal ganz kurz zu testen, wo sind denn hier die Grenzen. Es tut mir leid, wenn ich das mal so wirklich ein bisschen plakativ jetzt ausdrücke, aber wenn ich dann solch einen Artikel lese, wo der Halter traumatisiert wurde oder der Sohn des Halters traumatisiert wurde, der Halter das Veterinäramt einschaltet, nur weil eine Wasserflasche, wie gesagt, wir wissen nicht, ob voll, ob leer, ob groß, ob klein und wie gesagt, im Grunde ist es auch völlig egal, nach einem Hund, der gerade eine Keilerei anfangen will, wirft, damit er das nicht tut, damit Verletzungen bei Hunden, vielleicht sogar bei Menschen verhindert werden. Und dann macht man da so ein Drama draus. In Anlegung an unsere letzte Folge, der Halter, gehen wir mal ganz stark von aus, konnte dieses Verhalten seines eigenen Hundes nicht einschätzen. Ja, er hat den Hund zu Unrecht bestraft gesehen. Die Wasserflasche als Unterbrechung seines Verhaltens hat für ihn wahrscheinlich die Rechte seines Hundes beschnitten. Ich sehe das Ganze sehr spöttisch, ironisch, ja, weil so eine Hundepension besteht nicht aus zwei Hunden. Ja. Da sind eine ganze Menge Hunde, die miteinander klarkommen müssen. Und da finde ich es schon richtig, und auch wenn wichtig, man in so einer Situation ganz hoch und für den Menschen, der keine Ahnung hat, drastisch einsteigt. Wahrscheinlich hätte dieser Wurf mit der Wasserflasche für den Rest des Aufenthaltes gereicht, dass er weiß, wo es lang geht. Er hat sich nicht mit anderen Hunden anzulegen. Das war ein ganz deutliches Signal. Das hat den Hund mit Sicherheit nicht bis ins Tiefste seiner Seele erschüttert, sondern der wusste ganz klar, hier ist Feierabend, du hast dich zu benehmen und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Ja, und wenn eben der Leiter dieser Hundepension nicht von vornherein entsprechend einschreitet und solche Verhaltensweisen unterbindet, dann kann es sein, dass eben genau diese Verhaltensweise von dem Hund auch weiterhin gezeigt worden wäre und wirklich so manche Keilerei dann nachher noch gekommen wäre. So hat er sofort gesagt, pass mal auf, mein Freund, hier stelle ich die Regeln auf. Und dann wäre wahrscheinlich, wie du schon vermutet hast, Ruhe gewesen im Karton. Und er hätte sich auch den anderen dort angliedern können. Nimm es mir nicht übel, aber zu gerne würde ich ja Mäuschen spielen in den nächsten, sagen wir mal nur 4-5 Monaten im Leben dieses Hundes und im Leben dieser Halter, dieser Familie, um zu sehen, wie sich dieser Hund entwickelt. Weil ich glaube, die werden ganz viel Spaß mit dem bekommen. War das jetzt für diesen Mix nur eine Unterbrechung seines Verhaltens oder war das schon so eine richtig böse Strafe? Böse Strafe. Erstmal war es eine Unterbrechung des Verhaltens, weil definitiv wird der Hund sich erschrocken haben, denn ich vermute mal, sonst wäre der Halter nicht so drastisch direkt zum Veterinäramt gelaufen und hätte da irgendwie einen riesen Trara drum gemacht. Sowas wird der Hund noch nie erlebt haben. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich einfach erschrocken haben, dass da irgendwas in seine Richtung geflogen ist. Ob es eine Strafe war, kann ich dir nicht sagen. Insofern nicht, weil ich den Hund ja nicht gesehen habe.
Ich weiß nicht, ob es für den Hund eine Strafe war oder nicht. Ein Schreck wird es ihm auf jeden Fall in dem Moment kurz eingejagt haben und er wird sicherlich auch sein Verhalten kurz abgebrochen haben. Das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. In Sachen Erziehung, ist es da eigentlich sinnvoll, mit Strafen zu arbeiten? Diese neue, moderne Hundeerziehung geht ja hauptsächlich übers positive Belohnen. Ich belohne das gute Verhalten und ich will ja meinen Hund nicht mit Strafe traumatisieren. Ich glaube, ihr habt die Ironie in Bettinas Stimme gehört. Wenn ihr ihr Gesicht dabei gesehen hättet, wäre es noch lustiger gewesen. Was nötig ist und was sinnvoll ist, jeder muss mit dem leben können, was er vertreten kann. Ich persönlich denke, Strafe ist notwendig. Also ich kann meinem Hund noch so viel Futter anbieten. Wenn mein Hund kein Futter mag, dann ist das für den auch keine Belohnung. Und trotzdem glaubt jeder erstmal, Belohnung bedeutet, ich schiebe meinem Hund Kekse rein. Es gibt Hunde, die wollen gar keine Kekse. Die belohne ich ganz anders. Ich muss erstmal schauen oder herausfinden, was ist denn für meinen Hund überhaupt eine Belohnung? Und dann kann ich natürlich auch mit einem Verhalten oder mit einer eben echten Belohnung für meinen Hund, kann ich gewünschtes Verhalten unterstützen, sodass er das mehr zeigt. Was ist denn Strafe für meinen Hund? Für den einen Hund ist Strafe, wenn ich mit dem laut spreche. Oder die Wasserflasche fliegt. Genau, aber das sind ja zwei Riesenunterschiede. Das heißt also, einmal gehe ich körperlich gegen meinen Hund vor, indem ich irgendwas nach dem werfe und einmal schreie ich meinen Hund an. Aber was den Hund viel mehr traumatisiert, ja? Was für den Hund viel höher als Strafe wirkt, das kann ich doch nicht entscheiden. Das heißt, ich kann dem einen Hund die Wasserflasche auf den Hintern werfen und den juckt das überhaupt gar nicht. Und dann blöcke ich den einmal irgendwie ein bisschen an, zeige ich einfach mal, dass ich das doof finde, was er macht, nur indem ich einfach mal lauter werde. Und schon steht er vor mir und guckt mich völlig verzweifelt an und sagt, oh Gott, nein, als würde ich ihn schlagen. Wie gesagt, Hypothese. Aber da sind wir wieder in dem Bereich. Für uns ist die Strafe nur, wenn wir körperlich werden. Das ist aber nicht unbedingt so. Das ist ja auch bei Kindern so. Die Strafe heißt ja nicht, dass ich meinem Kind den Hintern versohle. Ja. Strafe kann auch sein, dass es mal in sein Zimmer geht oder als Jungspund einfach mal eine Woche Stubenarrest. Und was viel schlimmer ist, Handyverbot. Oh mein Gott. Ja, genau. Es gibt Strafe, da wird einfach Angenehmes entzogen. Zum Beispiel, eine der grausamsten Strafen finde ich persönlich, aber wird auch jedes Kind unterschiedlich beurteilen. Aber ich hoffe, die Mütter unter den Zuhörern können mir da vielleicht ein bisschen Recht geben. Also eine der schlimmsten Strafen finde ich Liebesentzug. Das ist etwas, das ist eine soziale Strafe. Und eine soziale Strafe, die punktet bei Menschenkindern häufig viel, viel mehr als alles, was an körperlicher oder psychischer Strafe, sag ich mal, dann einfach draufkommen können. Aber bei Hunden, die untereinander extrem körperlich sind, die sich untereinander auch körperlich maßregeln, da kann es oft sein, dass eine körperliche Sanktion, eine körperliche Unterbrechung, wie beispielsweise das Werfen einer Wasserflasche oder auch mit irgendwas anderem, völlig egal, dass das lange nicht so schlimm ist, als wenn ich meinen Hund mal einmal scharf anspreche. Und das entscheidet der Hund, was für ihn schlimm ist und was nicht. Das sind Dinge, was mein Hund gar nicht ernst nimmt, das nimmt er auch nicht als Strafe wahr. Und das, was er ernst nimmt oder was ihm viel wert ist, das wird er dann auch als Strafe wahrnehmen. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Training zu tun, was man vollzieht. Hat man ein Training, was Beziehung aufgebaut ist, dann wird den Hund das irgendwann schon interessieren, wie unsere Beziehungsstruktur sich entwickelt und wie es mir als Gegenpart geht. Aber ist das Training eben nicht dahingehend aufgebaut, dann ist ihm das vielleicht total egal. Aber dann interessiert ihn vielleicht, dass eine Wasserflasche nach ihm geworfen wird oder irgendwas anderes, eine Taschentuchpackung oder kann ja alles Mögliche sein. Das muss ja gar nichts Massives sein. Selbst eine Wasserflasche, wenn sie leer ist, ist ja nun mal nichts Tolles. Das heißt ja nicht, dass ich meinen Hund jetzt konstant mit irgendwelchen schweren Gegenständen bewerfen muss. Da geht es einfach darum, den Hund aus dieser Situation zu holen und zu sagen, hey, so nicht. Und ich werfe dir jetzt nicht absichtlich 10 Wasserflaschen vor den Kopf. Das ist einfach der falsche Weg. Ja, und da sind wir auch genau im Bereich, wo wir wieder genetisch gucken müssen. Denn es gibt natürlich auch rassetypische Strafen. Also beispielsweise sind Hütehunde von der Grundtendenz her sehr empfänglich für geräuschliche Strafen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einen Hütehund-Mix. Der hat, ich mag dieses Geräusch gar nicht richtig nachmachen, aber der hat auf so ein Lippenfurzen
hat er extrem reagiert, weil er das so unangenehm fand, der Hund. Das war für den die höchste Strafe. So ein, das fand der furchtbar. Das konnte der kaum ertragen, der Hund. Der brauchte nicht irgendwelche Sachen nach dem Hund zu werfen, wenn er dieses Geräusch gemacht hat. Und das, entschuldigt mal bitte, wenn ihr mitkriegt, dass jemand so ein Geräusch macht, da glaubt ihr doch nicht dran, der wird den Hund bestrafen. Oder vertue ich mich? Aber das war für den die größte Strafe. Das konnte man dem Hund auch sofort ansehen, dass er das gruselig fand. Und da sind wir wiederum im Erkennen von Hundeverhalten. Man muss schon erstmal erkennen, wie sieht denn ein Hund aus, der auch eine Strafe ernst nimmt. Sonst kann ich gar nicht erkennen, was ist denn für meinen Hund eine Strafe und was nicht. Das hängt ja alles wieder miteinander zusammen. Und genauso, wie sieht denn mein Hund aus, wenn er eben belohnt wird? Wo wir wieder zurück zu unserem Finale kommen. Es ist auch nicht jeder Hund in jeder Situation gleich empfänglich für Belohnung. Beispielsweise kann ein Hund generell Futter toll finden als Belohnung. Aber ihr habt wahrscheinlich, falls ihr das Finale gesehen habt, so wie wir auch gesehen, dass der ein oder andere von den Hunden zu Beginn des Parcours noch ein Leckerchen angeboten bekommen hat. Oder ich glaube auch nachher oder sogar mittendrin. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Es wurde auf jeden Fall zwischendurch, wurde das Leckerchen komplett zurückgewiesen, weil sie nicht in der Lage waren, das zu nehmen. Das hatte zum einen damit zu tun, dass sie gerade viel zu fokussiert waren auf ihre eigentliche Aufgabe. Die waren total im Arbeitsmodus. Das heißt also, die hatten ganz viel anderes im Kopf, aber nicht fressen. Fressen war gerade völlig nebensächlich. Dementsprechend war das auch in dem Moment keine Belohnung. Das war einfach total in der Priorität total nach unten gerutscht. Viel wichtiger war, die Belohnung arbeiten zu dürfen. Und da sehen wir wieder, okay, eine Belohnung kann sich auch verändern, je nach Situation. Ich habe eine fast ähnliche Erfahrung mit dem Anton. Gehe ja mit dem Anton jetzt seit längerer Zeit nicht mehr, weil es arbeitsmäßig im Moment nicht passt. Aber wir gehen zum Hundesport und üben uns im Obedience. In einer Übung, die, ob man es glaubt oder nicht, gar nicht mal so lange dauern, diese Abschnitte. Das sind vielleicht mal 15, allerhöchstens 30 Minuten. Dann ist der Hund schon von der Konzentration her, zumindest der Anton jetzt noch in den Anfängen, ziemlich aufgebraucht und fertig. Das reicht für den Rest des Tages. Zu Hause ist der platt und pennt in einer Tour. Es war während einer Übungsphase, dass mir die Leckerchen ausgingen. Und ich habe dann vielleicht noch so 10, 15 Minuten den Anton wirklich nur positiv belohnt mit Worten oder dann mal über den Rücken gestreichelt, dass er das ganz toll gemacht hat. Es hat mich verwundert, dass das genauso gut funktioniert hat wie die Leckerchen, weil der Anton ist sehr verfressen. Also es funktioniert auf jeden Fall mit Leckerchen. Leckerchen ist ja auch mehr so ein Ding für die Beschäftigung als für die Erziehung, oder? Das kann man so pauschal eigentlich auch nicht sagen. Denn es gibt auch im Erziehungsbereich ganz viele Elemente, die mit Belohnung, egal in welcher Form, und das ist wirklich vom Welpen bis zum Senior ganz egal, die durch eine Belohnung einfach gut gelernt werden können. Und das sind immer die Phasen, wenn ein Hund etwas Neues lernt. Das geht in der Regel immer gut mit einer Belohnung. Manchmal ist es so, dass das Futter eine tolle Belohnung ist und es ist auch eine einfache Belohnung, weil das kann man ziemlich zeitnah und auch ziemlich zielgerichtet geben, in dem Moment, wo der Hund das gut macht. Man kann mit Futter ganz viele tolle Sachen erreichen und gerade im Anlernbereich, wenn der Hund erstmal begreifen soll, was er eigentlich tun soll, ist mit einer Belohnung zu arbeiten, gerade wenn man das Futter als Belohnung für den Hund auch zur Verfügung hat, dass der Hund auch als Belohnung empfindet, ist das eine tolle Sache. Auch für die Zeit, wo man langsam im Grunde von der Belohnung wegkommt, also wo der Hund Dinge schon in der Wiederholung immer wieder machen soll, wo er zum Teil weniger Leckerchen bekommt, also wo die Abstände zwischen den Leckerchengaben dann immer größer werden, sind Leckerchen immer noch ein guter Weg, wenn denn dann der Hund Futter als Belohnung akzeptiert. Sonst muss man andere Wege gehen, zum Beispiel körperliche Berührung oder soziale Zuwendung, freuen, sich mit dem Hund freuen, ist manchmal eine größere Belohnung, wenn man es denn dann richtig macht, weil natürlich sollte man mit der Belohnung den Hund auch nicht total hochpushen. Das ist immer so diese Waage, in der man ja auch bleiben muss. Auf der einen Seite soll der Hund durch die Belohnung ja auch motiviert werden, das genau so richtig zu machen und häufiger zu zeigen und auch auf die Kommandos entsprechend zu reagieren. Aber auf der anderen Seite soll er im Energielevel nicht so hochgeschraubt werden, dass er sich gar nicht mehr konzentrieren kann. Und das ist, hat ja auch wieder mit ein bisschen Stress zu tun. Also ganz, ganz komplexe Geschichte. Ich will da jetzt gar nicht zu weit ausufern, aber man kann also auch im Erziehungsbereich bis zu einem gewissen Grad ganz viel mit Belohnung und auch mit Leckerchen machen. Irgendwann ist aber genau der Punkt, wie du jetzt gerade schon sagtest, du warst irgendwann out of Leckerchen. So, richtig. Das heißt, jetzt warst du hier im Beschäftigungsbereich und da finde ich, sind Leckerchen immer gut aufgehoben, weil Beschäftigung sollte mit Motivation zu tun haben und Motivation wird in der Regel durch eine Belohnung erreicht. Im Erziehungsbereich, irgendwann musst du trotzdem auch durch die Türe gehen können und musst nicht einen ganzen Bauchladen von irgendwelchen Leckereien dabei haben, damit dein Hund das tut, was du möchtest, sondern er sollte irgendwann begriffen haben, dass das, was du ihm sagst, auch gilt. Dass es kein Vorschlag ist und keine Bitte, sondern dass, wenn du sagst, setz dich hin, der Hund sich hinsetzen sollte. Wenn du sagst, leg dich hin, der Hund sich
sich hinlegen sollte. Und genauso, wenn du sagst, komm hierher, er kommen sollte. Und dass das nicht irgendwie, wie gesagt, ein freundlicher Vorschlag ist. Und da sind wir eben in einem Bereich der Erziehung, wo irgendwann Belohnung reduziert wird. Deswegen wird nicht Strafe hochgesetzt. Also nicht, dass das in einem direkten Zusammenhang steht. Jetzt hast du so viel über Belohnung gesprochen und Bestätigung im Positiven. Aber was ist denn Strafe? Wann sollte man für einen Hund oder bei einem Hund Strafe einsetzen? Dazu würde ich ganz gerne Strafe nochmal so ein bisschen genauer definieren. Strafe hört sich immer direkt böse an. Wie du eben schon sagst, die böse Bestrafung. Im Grunde ist Strafe einfach nur etwas Unangenehmes. Strafe hat nichts mit Gewalt zu tun. Punkt 1. Punkt 2 ist, Strafe fällt immer unterschiedlich aus, je nachdem, was der einzelne Hund als unangenehm empfindet. Im Grunde, alles, was du an Dingen durchsetzt, die du vom Hund eingefordert hast, kann man schon als Bestrafung sehen. Nur in dem Sinne, weil du ja möglicherweise dann etwas Unangenehmes folgen lässt. Denn nur wenn du etwas Unangenehmes folgen lässt, dann wird auch das Verhalten, was der Hund vorher gezeigt hat, weniger. So wie das Verhalten mehr wird, was du mit etwas Angenehmen bestätigst. Verstehst du, was ich meine? Das heißt also, wir haben zum einen ein Verhalten X. Da wird der Hund belohnt. Also zeigt er das Verhalten X immer mehr. Jetzt haben wir ein Verhalten Y und jetzt machst du es unangenehm für den Hund, wenn er dieses Verhalten zeigt. Natürlich zeigt er das dann weniger. Und genauso wollen wir es doch haben, weil das Verhalten X ist ja erwünscht und das Verhalten Y ist unerwünscht. Und wenn du es einfach nur stehen lässt, das Verhalten Y, dann wird es nicht weniger werden, weil der Hund merkt ja gar nicht, dass es unerwünscht ist. Bringe jetzt meinem Hund das Kommandositz bei. Da schiebe ich ihm immer schön ein Leckerchen rein. Genau. Bei Anton ist es ja einfach, der freut sich darüber. Irgendwann kommt dann ein Reiz, sei es jetzt ein anderer Hund oder der Hase, der über die Wiese hoppelt. Der ist ja viel interessanter als das Sitz. Lass ich das dann so durchgehen und warte, bis er sich wieder irgendwann mal bequemt, sich hinzusetzen und schieb ihm dann wieder das Leckerchen rein? Also es kommt drauf an, in welchem Stadium der Erziehung du bist. Am Anfang geht es ja darum, dem Hund erstmal den Begriff Sitz überhaupt klar zu machen. Was bedeutet es denn, wenn der Mensch Sitz sagt? Wir bestätigen dafür, wenn er das Verhalten richtig macht. Irgendwann wollen wir dann, dass er das länger durchhält, also nicht nur den Popo auf den Boden, sondern den Popo auf den Boden lässt. Wir würden mehr Leckerchen reinschieben. Wenn er dann an einem Punkt angekommen ist, an dem er das auch schon unter Ablenkung schafft, also er kann beispielsweise den Fahrradfahrer vorbeifahren lassen und ich kann ihn bestätigen, dass er so schön sitzen bleibt, indem ich ihm weiter Leckerchen gebe. Er lernt, der Fahrradfahrer fährt vorbei, aber ich bleibe sitzen und bekomme dafür Kekse, dann ist das gut. Also mache ich offensichtlich etwas richtig. Das heißt also, er hat schon mal das Konzept von Sitz und Sitzenbleiben verstanden. Jetzt hat er also irgendwann erkannt, es gibt Dinge, die sind interessanter als Sitzenbleiben. Und Leckerchen. Möglicherweise setzt er sich noch hin, bleibt aber nicht sitzen, bis ich ihm wieder erlaube aufzustehen. Im ersten Erziehungsschritt würde ich das wiederholen. Ich würde ihn wieder mit Leckerchen bestätigen, dass er sich hinsetzt und würde das ausdehnen, würde die Situation ja dann wiederholen, damit er erkennt, dass es sich für ihn lohnt, sitzen zu bleiben. Irgendwann ist aber der Hund im Zweifelsfalle in der Pubertät. Hat eigene Ideen. So der Reiz ist größer. Genau, wie Anton. Diskutiert ja immer wieder gerne. Jahrelang mache ich das so, aber heute könnten wir mal darüber sprechen, dass ich das anders mache. Genau. Und das, obwohl der Anton ja von seiner Genetik her schon auch tendenziell ein Hund ist, der gerne Befehle befolgt. Das muss man ja sagen. Also es ist schon ein Hund, der gerne auch mitarbeitet mit dem Menschen. Also sowas wie Obedience liegt ihm ja auch. Der Hund hat gelernt, er soll sitzen und er soll sitzen bleiben und jetzt meint er eben aufstehen zu müssen, obwohl ihm das noch nicht erlaubt wurde. Und da bist du irgendwann darüber hinaus, das Ganze immer zu wiederholen, weil irgendwann hat der Hund begriffen, was er tun soll und er widersetzt sich trotzdem. Also muss ich irgendwann etwas da hinzufügen, was es dem Hund unangenehm macht, wieder aufzustehen. So, und warum soll ich denn dann nicht den Hund nehmen und manuell wieder hinsetzen? Also wirklich physisch wieder hinsetzen, die Hand auf den Popo legen, ein bisschen Druck auf das Gesäß des Hundes ausüben, um ihn wieder an die Stelle zu setzen, an der er hatte sitzen bleiben sollen. Da redet man aber im Grunde faktisch von einer Strafe, weil wir fügen etwas Unangenehmes hinzu. Wir manipulieren den Hund physisch wieder in eine sitzende Position. Und wie intensiv oder wenig intensiv ich das mache, ist ja erstmal dahingestellt. Bei dem einen brauche ich vielleicht nur ganz minimal die Hand anzulegen, also aufzulegen, und bei dem anderen muss ich vielleicht wirklich gegen einen Druck anarbeiten. Und in welcher Form ich das genau mache, das ist alles ganz individuell, so wie der Hund eben individuell ist und so wie eben auch der Mensch individuell ist. Wir wollen ja mit diesen durchsetzenden Maßnahmen, alias Strafen, alias
etwas Unangenehmes hinzufügen. Nichts anderes erreichen, als dass eben der Hund begreift, dass das, was wir sagen, auch in dem Moment noch gilt. Und wir wollen parallel aber keinen harten Hund aus ihm machen. Also er soll sich nicht an diese Unterbrechung gewöhnen, sondern wir wollen natürlich parallel fördern, dass er das, was er gelernt hat, auch einfach sicher im Gedächtnis behält und abrufen kann, wenn das benötigt wird. Ich fange ja dann entsprechend in einer ablenkungsfreien Umgebung an. Also ich gestalte das Umfeld des Lernens immer so, dass der Hund es auch leisten kann. Da ist es ganz wichtig, eine ausgewogene Mischung von leistbarem und ausreichend Ablenkung, sodass auch die Situation geschafft werden kann, aber trotzdem immer ein bisschen an Schwierigkeitsgrad gewinnt, zu schaffen. Und nur wenn ich das hinbekomme, lernt mein Hund ja auch weiter, die Dinge besser zu machen. Es ist ja für ihn auch ein positives Gefühl, aus einer Übung rauszugehen, die er geschafft hat. Das heißt, er ist genauso wie wir Menschen, wenn wir irgendetwas nicht hinkriegen, frustriert. Und man muss auch darauf achten, dass die Lernphasen, die Abschnitte nicht zu lang sind. Wie sagst du immer so schön, nach müde kommt doof. Ja, genau. Also es gibt schon viele Dinge zu berücksichtigen und das muss man selber einfach auch lernen, inwieweit ich meinem Hund entgegenkommen sollte und was ich aber umgekehrt auch von ihm fordern darf. Und das angepasst auf Situation und Leistungsstand, auf Erziehungsstand. Das muss halt alles zusammenpassen, ein großes Ganzes ergeben. Vieles, was für uns nicht anstrengend ist, kann für einen Hund sehr anstrengend sein. Ja. Wenn ich mit dem Anton in einem Teammeeting sitze, also physisch mit meinen Kollegen zusammen, ist es für ihn sehr anstrengend, auch wenn er jetzt die ganze Zeit nur unterm Tisch oder in der Ecke liegen würde, weil einfach so viel um ihn drumherum los ist. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann brauche ich mit dem nichts mehr üben. Dann geht er auf seinen Platz oder er darf ja auf die Couch, legt sich auf die Couch und pennt den Rest des Abends. Manchmal ist tatsächlich Ruhe halten und warten viel anstrengender als viel zu tun. Mir ist auch aufgefallen, ich habe es ja auch mal gelesen in den tollen Büchern, dass diese Ruhephasen, diese langen Ruhephasen für Hunde auch sehr wichtig sind, das Gelernte zu verarbeiten. Und so blöd sich das anhört, mir ist wirklich aufgefallen, wenn ich mit dem Anton eine Übung gemacht habe und ich lasse ihm dann abends die Ruhe, er kann schlafen. Am nächsten Morgen kann er diese Übung besser. Er hat es wirklich verarbeitet, was er da gelernt hat. Und da sind wir im Bereich Gedächtnis, was bei Hunden natürlich nicht viel anders ist als bei uns. Aber Lernen und Gedächtnis sind schon zwei ganz eng miteinander verknüpfte Dinge. Und das ist beim Hund wie beim Kind, wie beim Erwachsenen immer auch sehr eng aneinander geknüpft. Nun wird euch Freud und Leiden der Halter hier benannt. Satt habt ihr euch in einer der Geschichten selbst erkannt. Wie am Ende jeder Folge auch diesmal der Mythos der Woche. Mythen rund um den Hund. Gut sozialisierte Hunde verstehen sich mit allen Hunden. Da gibt es keinen Streit. Wahr oder falsch? So pauschal kann man bei dieser Aussage selbstverständlich weder sagen, dass sie wahr, noch dass sie falsch ist. Denn dazu würde gehören, dass man den Begriff Sozialisierung und dann dazu gute Sozialisierung erstmal genauer erläutert. Aber gehen wir mal davon aus, ein Hund hat kennengelernt, was er kennenlernen musste. Er hat gelernt, sich mit vielen verschiedenen Hunderassen auseinanderzusetzen und mit ihnen klar zu kommunizieren. Er hat gelernt, sich zurückzunehmen, wenn es notwendig war. Und er weiß, sich zu benehmen in einem normalen Umfeld. Normal auch hier natürlich auf das Leben von Hund und Halter angepasst. Und da sind wir auch schon genau in diesem kritischen Punkt, warum man es eben nicht pauschal beantworten kann. Denn ein Hund, der in einem Umfeld groß geworden ist, wo bestimmte Bedingungen herrschen, in denen er sich wunderbar zurechtfindet und mit denen er sehr gut klarkommt, indem er auch mit den meisten Hunden sich gut versteht, heißt es noch lange nicht, dass wenn er plötzlich in ein komplett anderes Umfeld kommt und völlig neue Eindrücke erleben muss, seine Grundsituation sich völlig ändert, er sich genauso mit allen Hunden, auf die er trifft, verstehen muss. Denn das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Selbst ein gut sozialisierter Hund hat schlichtweg gelernt, klar zu kommunizieren. Eine klare Kommunikation bedeutet aber nicht unbedingt, dass er immer klein beigibt. Eine klare Kommunikation
kann auch mal heißen, dass jemandem ein anderer nicht gefällt, dass man den nicht mag, dass ihm und dass man dann auch mal sagen kann, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Dann kommt es ja auch immer noch auf das Gegenüber an. Das heißt, auch ein gut sozialisierter Hund muss sich nicht mit jedem gut verstehen. Also insbesondere nicht immer. Denn will der andere Streit, wird auch der gut sozialisierte Hund sich damit auseinandersetzen müssen und wird das auch tun, alleine, um seine Position deutlich zu machen. Und auch das gehört zur klaren Kommunikation. Deswegen ist es noch lange kein böser Hund, deswegen ist es noch lange kein schlecht sozialisierter Hund, denn es gibt immer mal ein Gegenüber, was anders reagiert, als sie es vielleicht gewöhnt sind. Streit wird es also immer mal wieder geben, egal wie gut dein Hund sozialisiert ist, egal wie gut dein Hund sich auch zurücknehmen kann, denn es hängt eben nicht nur von einem Individuum ab. Trotzdem sollte natürlich die Bestrebung da sein, jeden Hund so gut wie möglich an die für ihn wichtigen Gegebenheiten zu gewöhnen und damit sozusagen gut zu sozialisieren. Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an hundehalteraufdercouch@gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.